Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5. Michael Eller hat schon in Waschsalons oder auf einer Autohebebühne gespielt. Der Auftritt in einer Buchhandlung wie der Schweriner Thalia Buchhandlung war für den gestandenen Comedian tatsächlich eine Premiere. Relativ häufig ist der gebürtige Rheinländer mittlerweile auf den Weltmeeren zu finden. Als Captain Comedy auf großen Kreuzfahrtschiffen. Ich dachte, das ist so ein Job, da haben die eine Warteliste bis sonst wohin. Und habe dann mit einem Kollegen tatsächlich abends gespielt, der gerade vom Schiff zurückkam, der dann sagte, nee, mach das mal, bewirb dich mal. Allerdings sitzt der Entertainment-Bereich von AIDA in Hamburg und die wollen die Leute ganz gerne live sehen. Und dann war das ein paar Wochen später so, dass ich da live gespielt habe. Habe den damaligen Burger per E-Mail eingeladen und dann war das viel unkomplizierter als gedacht. Der kam, guckte sich die Show an, kam nach der Show zu mir, sagte, das passt, ist kompatibel für unser Publikum. Schickte am Montag mal zwei Reisevorschläge, guck mal, ob was passt. Und so kam ich zu meiner ersten Kreuzfahrt, damals September 2011, westliches Mittelmeer. Auf diesen Kreuzfahrten sind Michael Eller die ungewöhnlichsten Menschen begegnet. Herausgekommen ist das mittlerweile zweite Kreuzfahrerprogramm. Begegnungen wie die mit einer fröhlichen Rentnertruppe. Und dann ist noch was passiert, was mir relativ selten passiert. In dem Fall war es wirklich so, ich konnte ums Verrecken diesen Dialekt mitzuordnen. Und das sind Sachen, das macht mich wahnsinnig. Und irgendwann bin ich hin, hab gefragt, sag mal, da keine Ruhe, und hab gesagt, es tut mir leid, aber ich muss mal fragen, das klingt so exotisch. Wo kommen Sie denn her? Und dann sagte die Dame, morgens um 10:30, sagt sie so, von der Ocean Bar. Morgens um 10:30, voll wie Hamburg. Spannend heute Abend, jetzt wie es hier ist. Eine Kreuzfahrt kann Michael Eller eigentlich jedem empfehlen, denn die Gefahren, auch für Schiffsneulinge, halten sich doch eigentlich in Grenzen. Viel Alkohol, zu kurze Nächte und eine totale Reizüberflutung sind eigentlich so die schlimmsten Sachen, die dir passieren können. Ein Großteil der Touristen auf Kreuzfahrtschiffen sind aus Deutschland und von da aus jeder Ecke. Da gibt es sofort natürlich viele Vorurteile über Norddeutsche, Sachsen, Bayern oder Schwaben. Wer ein paar Tage auf dem Schiff ist, merkt, die stimmen alle. Ich hatte so ein Erlebnis am ersten Abend einer Reise, saß dann auch mit wildfremden Leuten an einem Tisch, ganz nette Leute und nette Gespräche geführt. Und dann kam, am Nachbartisch setzte sich eine Familie hin mit zwei kleinen Kindern und du hast es relativ schnell vom Dialekt her gehört, es war eine schwäbische Familie aus Stuttgart. Und ich habe das erst so aus dem Augenwinkel nur gesehen. Als die mit dem Essen fertig waren, holte der Vater Stift und Zettel raus und fing an, irgendwelche Beträge zu addieren. Und du sitzt nebendran und denkst so, was zur Hölle addiert der? Es ist alles im Preis drin. Zählt der vielleicht Kalorien? Und drei Tage später, purer Zufall, sitzt diese schwäbische Familie bei mir mit am Tisch und es stellt sich raus, völlig nette Leute, viel gelacht. Und am Ende fängt er wieder an zu addieren. Jetzt mal ganz im Ernst, seit drei Tagen frage ich mich, ob sie da Kalorien zählen. Und dann sagt er, ich fand das so goldig, mit dieser schwäbischen Selbstverständlichkeit, sagt er, nein, man guckt nur, wie lange es dauert, bis man den Reisepreis neingefressen hat. Das ist klar. Es kann keiner aus seiner Haut raus. Es gibt Menschen, die machen mal eine Kreuzfahrt, weil sie das ausprobieren wollen oder nett finden. Die Masse derer sind aber wirklich Kreuzfahrtfans, teilweise schon Fanatiker. Also das ist ganz, ganz starker Community-Gedanke, auch obwohl da unter Umständen 2.500 Menschen oder mehr an Bord sind. Aber die teilen alle diese gemeinsame Leidenschaft, das verbindet sehr stark. Und darauf ist natürlich das Schiff eingerichtet, darauf ist das Programm eingerichtet. Und es passt so, du hast dein deutsch geführtes Hotel immer dabei, egal wo du auf der Welt bist. Und dann geht man sich tagsüber exotische Länder und Völker angucken und ist zum Abendessen wieder daheim. Mehr als 50 Fahrten hat der selbsternannte Klabautermann der Comedy schon auf verschiedenen Schiffen gemacht. Und er freut sich schon auf die nächsten Touren. Denn Stoff für weitere Comedy-Programme findet Michael Eller dort immer. Zu Gast bei Thalia. Mit freundlicher Unterstützung durch die Thalia Buchhandlung im Schlosspark Center Schwerin, Marienplatz 5.